Schön, dass du wieder da bist. Das klingt, als wäre ich verschollen gewesen oder man hätte mich entführt. Ich habe nur Spuren verfolgt, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Ich muss niemandem sagen, wohin ich gehe. Manchen Leuten bist du sehr wichtig, Maddie. Und wenn du einfach so verschwindest, dann machen sich sie Sorgen um dich. Aber daran habe ich gar nicht gedacht. Aber mir sind auch viele Leute wichtig. Du zum Beispiel. Das freut mich zu hören. Melly. Hey, Aura. Hey, Dave. Oh, dieser Name ist zu alt. Du bist zurück. Bin ich? Hast du mich vermisst? Ob ich? Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Was? Du hast mich Maddie genannt. Und? Das hast du noch nie gemacht. Ich bin sicher, dass ich das schon getan habe. Du hast sogar gesagt, dass du mich niemals Maddie nennen würdest. Ich bin nur froh, dass du zurück bist. Willkommen zurück, Dave. Oh, das ist ein süßer Name. Ja, ich habe ihn auf meiner letzten Quest erlangt. Dave? Gute Wahl. Ich war auch auf eine Quest. Also zuerst wollte ich den See in den Mondsümpfen finden. Diesen mysteriösen magischen Sumpf, der durch Magie versteckt sein soll und nur in nebligen, aber sternklaren Licht zu finden ist. Angeblich befindet er sich nahe des Portals zum Abgrund des Zwielichts in den Mondsümpfen. Und hast du etwas gefunden? Nein, außer einigen Markierungen aus Knochen, die irgendwo hin zu führen schienen. Auf ihnen stand in frischer Farbe nicht berühren, also waren sie logischerweise ein perfekter Hinweis. Aber plötzlich kam überall Wasser her. Zum Glück konnte ich fliegen, und wo ich schon einmal da war, da war es natürlich meine Pflicht, als Fisoras beste Detektivin den Ursprung dieser Flut ausfindig zu machen. Zuerst war ich aber eher eine Schiffsbrüchige als eine Detektivin und ich fand zuerst auch nicht heraus, war... Renn nicht wieder einfach so weg, hast du verstanden? Ich habe mir Sorgen gemacht und niemand wusste, wo du warst. Na. Es tut mir leid. Nein, mir tut es leid. Ich hätte dich nicht so anschreien sollen. Es ist nur, ich habe mich so lange um niemanden sonst gekümmert. Und als du und Fabian plötzlich waren, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Und ich dachte, ich bin egal. Immerhin bist du weggegangen, obwohl ich dich gebeten habe, vorsichtig zu sein. Ich dachte, vielleicht könntest du gar nicht mein treuer Assistent sein. So bin ich allein auf Ermittlungen gegangen. Tut mir leid, dass ich gegangen bin. Das ist schon okay. Ich bin es gewohnt, dass Leute mich verlassen und nicht zurückkommen. Du bist mir nicht egal, Melly. Das ganze ehrlich sein ist nur neu für mich. Oder etwas für Leute zu empfinden, das nicht Hass, Gleichgültigkeit oder Verachtung ist.
Ja, das dachte ich mir schon. Und wenn du möchtest, könnte ich dir einen Drink anbieten, der dir hilft, die richtigen Worte zu finden. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, noch ein Geheimnis herzugeben. Heute geht das auf mich. Du hast genug, um dass du dich sorgen musst. Also lass mich sehen, was ich für dich tun kann. Okay, Charisma. Da hätten wir den hier. Herzenssprecher geht auch. Ich würde meinen rotigen Hurrikan machen. Der sehr viel Charisma. Können wir hier irgendwas? Nein, das nicht. Das könnte gehen. Das geht auch. Guck mal, da machen wir doch ein bisschen Segen rein, oder? Ne, gesegnet. Was haben wir hier Neues? Moosbock. Geschichte mit den Eltern. Noch zwei offene Quests. Vier Charakterinfos. So, ein bisschen Charisma. Ne, eine ganze Menge. Und dann brauchen wir noch mal ein bisschen Verteidigung. Rutiger Hurrikan. Einen Buchstreich nicht vergessen. Und raus damit. Genießt die flüssige Eloquenz. Das passt doch hier, dieses windige, wirbelige, das ist doch der perfekte Trinkfilm. Sim, keine Ahnung, was war nochmal seine Sim-Grün. Schmeckt nicht schlecht, vielleicht hilft es sogar. Also, deine Quest. Jade meinte, du wärst auf Moria gestrandet. Genau. Ich bin drei sehr verdächtig aussehenden Gestalten gefolgt. Wir sind irgendwie dort gelandet. Warum treffe ich in jedem meiner Abenteuer auf Magier und Magie? Und Fallen, nur ein magischer Fall. Das klingt ziemlich gefährlich. Ein Detektivin sucht immer nach Nervenkitzeln. Ich passe schon auf mich auf, versprochen. Darum geht es nicht. Ich weiß, dass du auf dich aufpassen kannst. Sonst hättest du den T-Rex-Fall niemals gelöst. Hihi. Aber du solltest dein Leben nicht für jedes kleine Abenteuer riskieren. Jade erzählte mir, dass der Turm abgebrannt wäre. Ich war das nicht, ehrlich. Ich habe nichts getan. Was ich sagen will, ist, verschwinde einfach nicht wieder. Bitte. Du bist nicht mehr alleine. Du musst nicht alles alleine machen. Das musst du gerade sagen. Da hast du recht, Manny. Aber das heißt nicht, dass du nicht auf Dave hören solltest. Ihr habt beide einiges wieder gut zu machen. Aber ihr macht bereits gute Fortschritte. Und ich bin froh, dass ihr beide wohlbehalten zurück seid. Hast du schon was von Fable gehört? Nein, bisher nicht. Und was ist mit Zirkeln?
Sie kam kurz nach der Flut hierher. Momentan untersucht sie einige Untotensichtungen im fahlen Frust. Weißt du, wann sie wieder da ist? Nein. Aber ihr könnt gerne hier auf sie warten, wenn ihr wollt. Ja, bitte. Ich möchte hier bleiben, bis Trillin zurückkommt. Also gut, ich bleibe bei dir. Vielleicht kann ich euch die Zeit mit einem weiteren Drink versüßen. Für mich nicht, danke. Aber ich hätte gern einen. Natürlich gerne. Hast du etwas Bestimmtes im Sinn? Das ganze Abenteuer war ziemlich erschöpfend. Vielleicht etwas, um meine mentale Erschöpfung zu bekämpfen? Nichts leichter als das. Etwas mit Intelligenz. Ach, verdammt. Ich kann den Kaffee immer noch nicht machen. Kaffee ist auch für sie, glaube ich, nicht so gut. Das Wenn jemand viel Stärke braucht, muss man die mal machen. Der vielleicht. Und hier noch einen. Ja. Energiekristall dazu. Unsichtbarkeit. Ist für einen Detektiven sehr wichtig. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, dann noch ein bisschen Charisma dazu. Naja, und hier noch ein bisschen. So hier. Ein Buch streicheln. Mal sehen, ob dich das wieder wach bekommt. Dankeschön. Das ist köstlich. Ich spüre, wie meine Synapsen sich verbinden. Das sollte man nicht spüren. Das wäre... Jetzt, wo ich etwas Zeit hätte, darüber nachzudenken. Ich glaube, ich weiß, warum Hex wegen der Beute so mies drauf war. Und möchtest du dieses Wissen mit uns teilen? Aber sie ist verständlich. Er hatte eine jüngere Schwester, nicht wahr? Das erschien mir schon immer merkwürdig. Sie sieht so viel älter aus als er. Was wäre also, wenn sie schneller altern würde als er? Und wenn er gehofft hatte, in dem Turm eine ganz besondere Beute vermutet hatte, sie dort aber nicht fand. Also was, wenn er nach etwas gelocht hat, hätte, um ihr Leben zu verlängern. Zum Beispiel in Schriftrollen der Unsterblichkeit. Eine unfassbar dumme Idee. Hey! Nicht dein, die von Hex. Die Versuchung mag groß sein, doch niemand sollte mit derartigen Mächten spielen. Genau. Was, wenn sie ein Zombie wird? Ich hasse Zombies. Verständlich. Wir sollten es ihm sagen, wenn wir ihn wiedersehen. Oder wie sollten es Zerlin sagen, wenn sie zurückkommt? Sie scheint Übungen im Umgang mit Untoten zu haben. Glaubt ihr, sie ist bald wieder zurück? Ich weiß es nicht. Es könnte schon bald sein, oder erst in ein paar Tagen. Du hattest sicher einen langen Tag. Bist du müde, Manny? Nein. Ich bin gar nicht müde. Warten wir noch ein wenig. Vielleicht kommt sie bald. Und Fabio. Das klingt gut. Ist sie eingeschlafen? Ja. Vielleicht sollte ich sie nach Hause bringen und es für heute gut sein lassen.
Eine gute Idee. Du solltest dich auch etwas ausruhen. Ich werde es dich wissen lassen, wenn ich von Zerlin höre oder Fable. Nun gut, es ist nicht so, als könnte ich sonst viel tun. Außer dich um Minnie zu kümmern. Sie braucht dich. Ja, da könntest du recht haben. Gute Nacht, Steve. Weißt du? Nein, vergiss es. Bis bald. Und wieder an der Zeit. Tavernenfegzeit. Gute Nacht. Zeit. Ein neuer Morgen. 3.8. Die Zwiechtflut. 21. Desaster, Tee und Enthüllung. Der 31. ist Astralmond. Und die würfeln wir kurz. Das ist eine 18. Eine hübsche Zahl. Damit schaffen wir es doch sofort. Immer blühend. Willkommen zurück. Schön, euch wiederzusehen. Immer mit der Ruhe. Uns ist ein großes Unglück widerfahren. Ein großes Unglück in einer Geschichte kann sie so richtig spannend machen. Und du kannst so gut von ihnen erzählen. Das kann sie wirklich. Du auch, Clay. Danke. Ich hoffe, meine Geschichten sind so gut wie deine Rings. Für mich schon. Wo wir davon sprechen, kann ich euch einen Drink im Austausch für euer Unglück anbieten? Das wäre klasse. Etwas, das dich stark und magisch anfühlt, richtig? Du hast dich daran erinnert. Ja, das bitte. Kommt sofort. Stark und magisch. Ja, hier können wir doch den Kaffee mal ausschenken. Sehr stark und magisch. Können wir sogar. Das passt doch super. Der Kaffee mit extra Hast, also mit einem Zahn drin, passt doch zu den freundlichen Wiesen. Perfekt. Ein bisschen Intelligenz am Boden schadet auch nicht. Und Stärke. Prekärer Kaffee. Na dann. Bin gespannt, wie es schmeckt. Den Trink haben wir noch gar nicht gemacht. Etwas Leckeres und Starkes, aber hoffentlich nichts nicht Unglückliches. Sehr lecker, sehr stark. Du hast wirklich die besten Drinks. Freut mich zu hören, Clay. Tja, du platzt ja förmlich. Wie war es in den Archiven? Es hat Spaß gemacht. Hat es das? Gut möglich. Die bleichen Schleier waren. Bleich? Niedlich. Niedlich? So niedlich. Jade erklärte uns, wo der Eingang zu den Archiven ist. Aber als wir ankamen, waren dort überall bleiche Schleier. Eine ziemliche Menge. Und so seltsam geformt. Ich wollte sie fragen, ob sie uns vielleicht durchlassen würde. Und ich dachte, dass er dabei Hilfe gebrauchen könnte. Also nutzte ich die Macht deiner Honigblumen und drehte mein heiliges Licht mit ihm. Er fing an, sanft zu leuchten, und sie umschwärmten ihn wie Motten eine Kerzenflamme.
Wusstest du, dass sie samtartige Flügel haben, die sie ein- und wieder ausfalten können? Nein, das wusste ich nicht. Faszinierend. Sie waren ganz kuschelig und zeigten mit ihrer Schleichfertigkeit in einem Austausch für ein paar Karten. Ich fragte sie, ob sie uns ein wenig die Gegend zeigen wollten, und sie waren richtig begeistert. Sie haben noch nie jemanden die Gegend gezeigt und dachten zuerst, das würde heißen, uns zu fressen. Ich war vielleicht etwas konfrontativ darin, ihnen diesen Fehlschluss auszutreiben. Clay konnte ihnen das wesentlich besser erklären. Er ist sehr gut darin, Sachen zu erklären. Er versteht Leute wirklich gut. Und das hilft ihm, auf sie zuzugehen. Ich versuche es, Römer hat seine ganz eigene Art, Dinge zu verstehen, und ich finde, das ist wunderschön. Deine empathische Art macht mich manchmal etwas neidisch, Clay. Danke, aber du hast auch deine Stärken. Du bist ein toller Strategin und bei dir gefühlt manch einfach sicher. Wir sind ein gutes Team. Ich würde sogar sagen, ihr seid das beste Team. Und mit den bleichen Schleiern haben wir auch ein tolles Team gebildet. Sie haben uns direkt zu den Ortefchen geführt. Die waren vielleicht rühmlich. Ein Großteil davon war eingestürzt. Doch selbst die Bereiche, die wir noch betreten konnten, waren enorm. Wir hatten leider keine Zeit für einen ordentlichen Rundgang. Wir mussten schließlich rechtzeitig zum Barbecue zurück sein. Also mussten wir effizient suchen. Aber wir legten dennoch eine Pause ein, um die Halle der Künstler zu bewundern, die diese Kreaturen uns unbedingt zeigen wollten. Etwas zurückgelassene Töpferausrüstung hat uns etwas zu viel in ihren Bann geschlagen. Wir nahmen uns mehr Zeit als nötig gewesen wäre, um kleine Modelle unserer Begleiter zu formen, als Geschenk an sie. Sie haben uns sehr gefallen. Danach trennten wir uns, um effizienter zu suchen. Wir wurden beide von einer Gruppe Bleitschleicher begleitet. Eine gefährliche Idee. Das ist es, wenn Monster zuschlagen. Das mit Clay auch. Also legte ich einen Zauber auf unsere Freundschaftsarmbänder, so dass sie ihren Träger immer in die Richtung der anderen Person weisen würden. So würden wir einander immer wieder finden. Das war so clever. Es war nützlich. Wie ich sehe, trägst du deines immer noch. Das tue ich. Sie waren sehr hilfreich, als wir die Archive besucht haben. Es ist wunderschön dort. Also, alles ist voller Ranken, verwittert oder voller Termiten. Aber man konnte immer noch sehen, wie viel Zeit die Mühe und Liebe in den Bau gesteckt wurden. Manche Bäume trugen sogar noch Blätter. Und ich sah einige Lotus-Gänseblümchen, die versuchten, aus den Rüssen im Steinboden zu wachsen. Und ich habe den bleichen Schleiern gezeigt, wie man sie gießt. Sie haben so gern aus der Nusskanne getrunken. Aber sie haben ihr Wasser auch gern mit den Nuss-Gänseblümchen geteilt. Hoffentlich gedeihen sie gut. Eine Schande, dass all die Mühe für den Bau des Archivs vergeben war. Das war sie doch nicht. Sie hat jemandem einmal sehr viel bedeutet. Und ich konnte diese Liebe immer noch spüren, sogar während unseres Besuchs. Vielleicht werden die Archive eines Tages sogar wieder blühen.
Sie reisen doch immer grüne Archive. Also, das ist immer wieder ein Problem. Ich frage mich, wer sie so genannt hat. Wir sollten irgendwann noch einmal zurückgehen und nach Informationen über die Archivare dort suchen. Sie kannten bestimmt einige tolle Trinkspiele. Wir sollten ihre Beiträge zur Welt ehren, indem wir ihre Wissen studieren. Warum können sie nicht weiter sein? Sie können in erster Linie sie selbst und in zweiter Linie Symbole sein. Oh, ja, so könnte es auch funktionieren. Eine gute Idee. Was habt ihr noch in den Archiven gefunden, außer einigen neuen Freunden und dem Wohl und Wehe der Zeit, meine ich? Ich bin ein wenig vom Pfad abgekommen, als ich unsere neuen Freunde nach dem Weg zu den Korbüchern fragte. Es gab so viele. Ich habe so viele Brotrezepte gefunden. Ich kann es kaum abwarten, sie zu probieren. Ich habe auch etwas für dich gefunden. Für mich? So, ein altes Rezept aus seinem Buch über Mixologie. Ich sollte dir endlich das ganze Buch mitbringen, aber es war ein gewaltiger Wälzer und die bleichen Schleier schienen es sehr zu mögen. Also habe ich nur diese Seite herausgerissen, die am interessantesten aussah. Wir dachten, es würde zu deinem Repertoire passen. Letztes Wort. Das klingt aber gefährlich. Das denke ich auch. Vielen Dank. Was mich betrifft, ich bat sie, mich zu gefährlichem Wissen zu geleiten und fand mich kurz darauf in einem verbogenen Zimmer wieder. Die bleichen Schleier wollten dort nicht hinein, als hätten sie Angst vor dem, was da drinnen war. Also gab ich ihnen als Dank, das zu fressen, und ging allein hinein. Darin herrschte ein fürchterliches Durcheinander. Überall lagen Bücher, Schriftrollen und hingekritzte Notizen, deren Inhalt heutzutage verboten wären. Es war spannend und besorgnis erregt. Das, was ich übersetzen konnte, sprach von Apokalypse, dem Ende aller Dinge. Es gab Nachforschungen über die Wurzeln des Ätherbombs und wie man sie glauben konnte. Geschrieben mit zittriger Hand und verblasster Tinte. War das eher Nachforschung eines Gelehrten oder die eines verrückten Wissenschaftlers? Schwer zu sagen. Durch die Linse der Blasphemie verschwimmen solche Unterschiede schnell. Weißt du, wie du Ätherbomben? Tja, hat eine ganze Vorlesung darüber gehalten. Eine kleine Auffrischung wäre nett. Es ist ein gewaltiger Baum. Guter Anfang. Ein Weltenbaum. Das heißt, dass die Welt auf ihm ruht. In ihm und in ihn herum. Irgendwie. Überwiegend in ihm. Es kommt darauf an, wen man fragt. Die Drachen bewachen den Baum, weil sie ihn erschaffen haben, glaube ich. Aber weil sie wichtig sind, auf jeden Fall. Und weil sie darin leben, sollte er so existieren wie jetzt, weil niemand möchte, dass das eigene Haus zusammenbricht. Eine Menge Leute würden verletzt werden, wenn ein so großes Haus zusammenbricht. Das ist wahr, aber glücklicherweise ist es nicht möglich, den Ätherbaum zu beschädigen. Er ist größer, als wir es uns vorstellen können. Für uns ist es eher ein Konzept als ein echter Baum. Und die Drachen verteidigen ihn. Und auch wenn sie einen Eid der Neutralität geschworen haben, sie sind fürchterliche Feinde. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Sigillen von Elka heißt. Die Sigillen von Elka heißt.
Auf den Schriftrollen, die ich im Kerzenschein der Archive studiert habe, stand, dass sie der Schlüssel sind, den Ichterbaum zu zerstören. Eine Art Zauberspruch? Eher eine Anweisung für eine selbsterfüllende Prophezeiung. Eine Möglichkeit, die Schöpfung mit ihren eigenen Regeln zu zerstören. Damit der Baum fällt, muss seine Grundlage zerstört werden. Jedes der fünf Siegel steht für einen der fünf Drachen. Jeder von ihnen muss Schaden nehmen, um unsere Welt ins Gleichgewicht zu stürzen. Aus dem Gleichgewicht stürzen wahrscheinlich. Dann und nur dann kann der Kosmos sich umgestalten. Die Schriftrollen sprachen von Experimenten. Eine solche Sigille zu erschaffen, erfolglosen Experimenten. Das ist beunruhigend. Beruhigend. Nicht wirklich. Sie waren damals erfolglos. Direkt neben diesen alten Aufzeichnungen fand ich andere Dinge, die auf neues, sauberes Papier geschrieben waren, die Tinte noch nicht verblasst. Das meiste davon konnte ich nicht lesen. Die Sprache war mir unbekannt. Aber diverse Zeichnungen von Wahlen sprangen mir ins Auge, ebenso wie Zauberspruchrollen für Frostbrand. Das klingt fürchterlich vertraut. Ich fürchte, dass der Sternenfall eines dieser Siegel zerstört hat. Er riss Löcher in Cassiopeias Flügel und brachte ihnen ihre Flügel ins Trudeln. Wenn sie noch mehr Schaden nimmt, könnte die Zeit selbst in Unordnung geraten. Und daraus entsteht den Tsunami. Sucht nicht nur die Archive heim. Die Wellen beschädigten die Barrieren zwischen dem Ozean und dem Abgrund des Zwielichts stärker als je zuvor. Also sind zwei Siegel gebrochen. Das ist nicht gut. Was für eine unglaubliche Untertreibung. Schon der Bruch eines Sieges wäre besorgniserregend genug. Doch zwei? Ich werde einige Nächte nicht schlafen können. Nicht zwei Siege. Drei. Drei? Bei den Notizen fand ich eine alte Karte mit einigen neuen Zeichen drauf. Die Namen waren veraltet, doch die Intention klar. Die fünf Portale zwischen den Ebenen waren gekennzeichnet. Vor 30 Jahren riss ein Erscheinen tiefe Wunden in Gaia. Das war das erste Siegel. Das ist schlecht, oder? Sehr schlecht. Wer könnte so etwas getan haben? Und vor allem, warum? Darauf habe ich keine Antwort. Wenn der Ätherbaum sich zusammenfällt oder auch nur aus dem Gleichgewicht gerät, es wäre unser aller Ende. Aber wer würde das wollen? Niemand bei klarem Verstand, so viel ist sicher. Vielleicht hat diese Person gute Gründe. Vielleicht könnten wir mit ihr darüber reden. Das bezweifle ich. Ich auch. Wer auch immer dahinter steckt, hat nur noch zwei Siegel vor sich. Ur wäre ziemlich übel, oder? Heißt es nicht, dass Ur zu wecken die Apokalypse heraufbeschwören würde? Ja, heißt es. Ich finde, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, die Welt zu zerstören. Vielleicht hängen sie alle miteinander zusammen. Und Ur zu wecken, stürzt das letzte Ziegel. Auch wenn ich gerne glauben würde, dass alle Siege zu brechen in der Tat unmöglich ist. Weil es unmöglich ist, Tuat in der Gästewelt zu erreichen. Richtig? Es ist völlig unmöglich.
Während der Dämmerung des Sterbenmondes ist es möglich, die Geisterdrache über das Astralmeer zu finden. Das ist in 5 Tagen, richtig? Ja, aber keine Sorge. Um einen bestimmten Ort im Astralmeer zu finden, sind äußerst spezifische Rituale nötig. Das Portal von Gaia nach Cassiopeia ist dafür unverzichtbar. Dieses Portal liegt sicher im Durchbruch der Festung des Urns des Sternlichts. Und diese Rituale müssen peinlichst genau durchgeführt werden, um vor den Strömungen des Astralmeers sicher zu sein. Nur die höchstrangigen Mitglieder des Ordens verfügen über solches Wissen. Und ich versichere euch, dass sie lieber sterben würden, als bei der Zerstörung der Welt zu helfen. Wenn sie auch nur halb so stur sind wie du, dann müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Genau. Das ist ein guter. Das ist gut. Der Rest nicht so sehr. Was schlecht ist, ist, dass wir nicht wissen, wer dahinter steckt. Oder warum bei den Drachen und den endlosen Horizonten jemand so etwas Widerliches überhaupt wollen würde. Ich kann deine nächste Quest schon für mich riechen. Aber kann ich dir zuerst einen Trink anbieten? Nachdem du das alles erklärt hast, muss deine Kehle doch völlig ausgetrunken sein. Zu einem Trink würde ich niemals Nein sagen. Vielleicht etwas, das mein Verstand intakt hält und vor Irrsinn schützt. Ich fühle mich, als würde ich langsam verrückt. Komm sofort. Einmal was mit Schild. Das letzte Wort haben wir jetzt. Ist aber nicht der letzte Trink. Etwas mit viel Schild. Denken wir mal die weiße Schokolade. Warum nicht? Die weiße Schokolade noch ein. Nein. Eis können wir da nicht reingeben. Aber das könnte gehen. So ein Schlückchen Charisma. Noch ein bisschen Geschwindigkeit. Und sehr viel Verteidigung. Weiße Schokolade. Bereit zum Trinken. Wie, was falsch oder was? Hä? War doch viel Verteidigung oder was? Eine wohlschmeckende Verteidigung gegen die Absurdität böser Pläne. Danke, damit fühle ich mich gleich weniger paranoid. Eine Atempause habe ich gebraucht. Weißt du, was auch eine gute Atempause wäre? Fables Barbecue. Exakt. Du hast recht. Das wäre nett. Ich hasse es, schlechte Nachrichten zu überbringen. Aber ich glaube nicht, dass das Barbecue heute stattfinden wird. Fable ist bisher noch nicht vom Caesar Quest zurückgekehrt. Oh. Was für eine Quest macht Caesar gerade? Sie sucht nach Melina. Aber wir haben Melly auf dem Weg hierher gesehen. Vielleicht hat Xia auf dem Weg eine andere Quest gefunden. Hey, du musst ein die seltsamsten Dinge tun. Was für einen Drink hast du Xia gemacht? Keinen.